Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Buchseuch zu Transportfieber 2. Wir schreiben das Jahr 1979, in dem Jahr, wo der Maximus geboren wurde. Ja, ich bin schon ein alter Sack. Ja, gut. Wir haben ja das letzte Mal Streckenoptimierung gemacht und ja, wir müssen da noch mal ein bisschen mehr Hand anlegen bei der einen oder anderen Sache. Man ist dann irgendwann mal an dem Punkt, wo wir mehr Züge brauchen und wir gucken erstmal, was hier ist. Und Dortmund, Köln sind 400 Leute, die nach Köln wollen. Wir haben auf der Strecke momentan Dortmund, Köln. Das ist echt ganz schön krass. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Und wir gucken mal. Dortmund, Köln haben wir einen Zug. Wir kaufen einfach einen neuen schnellen Blitzer. Ja. Der kann 47 Leute transportieren. Wir machen einfach zwei. Kaufen den. Und setzen den auf die Strecke Dortmund-Köln. Und ich hoffe, ey, der Bahnsteig ist überfüllt. Das ist ja wirklich der absolute Hammer. Und ein Problem, was wir hier haben, was ich jetzt gerade so sehe, die Strecke ist noch gar nicht ausgebaut für Highspeed. Ja, dann müssen wir das auf jeden Fall mal machen. Das ist ja noch ein richtig kleiner Bahnhof. Warte mal. Oberleitung müssen wir natürlich auch noch alles machen, wenn wir jetzt die Strecke ausbauen. Ey, dass hier so viele Leute warten. Also bei Güterverkehr bin ich jetzt nicht dabei, dass ich da irgendwas verschnellern oder... Mensch. Dass ich da irgendwas machen muss, da lasse ich es einfach. Aber jetzt so eine Strecke. Wir brauchen noch kein Strom setzen. Das kommt vielleicht alles noch, wenn wir dann mal ein bisschen mehr Geld haben. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. So. Da kommt auch noch mal. Also ich denke mal, wir werden den ganzen Bereich hier mal komplett ausbauen. Eigentlich brauchen wir einen Hafen hier in dem Bereich gar nicht so viel machen. Was ist denn jetzt los hier? Mensch, du sollst jetzt hier die... Irgendwo ist jetzt hier was wieder viel geschlagen. So, lassen wir erstmal. Zug. Oh Gott. Ah ja. Nein. Stopp. Ist es jetzt... Eindeutig wieder zu viel Action hier auf der Strecke. Nee, dreh dich mal um. Warte mal.
So. Setzen wir hier mal ein Einfahrtssignal hier vorne hin und machen das hier mal weg. So. Oh, der fährt jetzt einfach noch mal ganz sinnlos hier diese Strecke, aber gut, der wartet noch. Der muss jetzt dieses Signal übersprungen haben, dann sollte er jetzt eigentlich auch fahren. Naja. Lass einfach mal fahren. Ja, man muss diese Weichenanlage, gerade wenn die Züge dann noch ein bisschen länger werden, sehr weit. Denn hier los jetzt? Jetzt auch anhalten. Also, da muss ich wirklich. Ja! Schiffe, Boote. Boah, Weihnachts. Ah, Weihnachtsmann? Gut. So, warte mal. Oh. Boah, sehr knappe Geschichte, ne? Ich setz mal das nächste Signal hier vorne hin. Ja, das kann ich ja weg mal. Also, er ist schon. Ah, hier, ein Action hier. Also, viel zu viel Betrieb hier auf der Strecke. Viel zu viel Betrieb. Ich hätte viel, viel früher gewisse Sachen ändern müssen. Oh, der fährt auf jeden Fall alles gemütlich. In mein Kohlezug. 29 Jahre. Ja. Der donnert hier gemütlich lang. Und der kann auch weiter so lang ballern. So, also, hier ist auf jeden Fall jetzt mehr Verkehr. Voll besetzt. Das ist der, der jetzt gerade losgefahren ist. Dreiunddreißig nur. 25. Oh, was ist mit dem jetzt da? Ja, okay. Schon sagen. Da fehlt wirklich nur ein Signal, ne? Die Hochgeschwindigkeitsstrecke. War ein bisschen schneller hier. Nein, wahr sein. Wie schnell fährt denn der? Ich habe da hier hinten auch noch einen zu fahren.
denn die schneller? Wahrscheinlich, wenn es bergauf geht, ne? Dann kann er nicht so. Ist aber nicht schnell, ne? Mit 88 km/h ist es eher mau, ne? Der fährt jetzt 100. Naja, mal gucken, wie schnell der jetzt hier runterfährt. Aber wir haben hier einen ordentlichen Pendelverkehr. Machen wir richtig einen Bahnübergang hin. Ach, da ist es ja die kürzere Version gewesen, die ich jetzt hier noch habe. Hier ist ein Signal. Oh, das sind ja noch ganz alte Signale hier. Uiuiuiui. Naja, ist egal. Die alten machen es auch noch. Oh, voll besetzt. Gut, hier ist auf jeden Fall ordentlich was los auf dem Bahnhof. Warum jetzt gerade da, weiß ich jetzt auch nicht. Wir gucken mal. Berlin, Hamburg hat alles, was sie haben möchten. Dortmund hat auch alles, was sie haben möchten an Materialien. Köln könnte ein bisschen mehr Werkzeug gebrauchen. Gut, kriegen sie aber auch genug. Das reicht. Frankfurt, Sprit und Werkzeug kriegen sie alles. München braucht Werkzeug. Das ist eindeutig ein bisschen wenig. Aber die kriegen es wenigstens. Dann haben wir das hier. Ja, Dresden kriegt auch alles. Cottbus braucht Maschinen. Naja, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen agieren. Berlin kriegt, ja, Berlin kriegt auch alles. Also, scheint wohl zu funktionieren alles. Die macht auch ihren Ding. Jetzt werden wir mal gucken, ob wir jetzt irgendwelche alten Züge haben, die wir ersetzen müssten. Die Dampflok. 28 Jahre. Ah, welt ist die? 10 Jahre. Ich habe überall diese komischen Schnellzüge, aber ich will ja nicht immer alles das gleiche haben. Rotes Holz macht erstmal auch die Mine. Werkzeug Frankfurt. Ah. Werkzeug Dresden. Welt ist der Zug? 27 Jahre, wir gucken mal. Wir haben noch keine richtigen neuen Elektrozüge, ne? Mit 110. 140. Nehmen wir mal die hier. Und dann nehmen wir mal Cargo Werkzeuge. Kann ich das irgendwie aussuchen, was die transportieren sollen? Sind wir zu langsam? Oh, den Zug will ich mal angucken. Ja, einmal so schlecht aus, ne? Also. Aber warum grinsen die sich an? Aber wo ist denn hier das Signal?
Achso, er fährt. Aber hier ist gar kein Signal, ne? Ach doch, das Signal ist hier. Aber scheint noch zu funktionieren. Hier fährt doch eine alte Dampflok. Was ist denn das für eine Weihnachtslackierung hier? Na, gucken wir mal, was da wird. Ist auf jeden Fall ein langer Zug. Dresden. So, schauen wir mal, was haben wir denn noch für alte Loks? Deutlich Minus machen. 20 Jahre. Mittelmäßig. Ah, also es gibt immer irgendwelche Linien, die nicht so wollen, wie man sich das vorstellt, ne? Kann man hier irgendwo sehen? Das ist der Rang. Eisen. Was hat das hier ungefähr Jahres? Ach so. Ach so. Gut. So, bei den Loks, die sind 30 Jahre, da müsste ich jetzt auch langsam mal agieren, ob ich die jetzt nochmal komplett 14 Waggons drauf. Ja, Benzin Frankfurt ist auch nicht mehr so gut. Muss ich mal schauen. Also da ist auf jeden Fall noch einiges am Argen. Aber bevor wir hier aufhören, wir haben jetzt, wir schreiben die 80er Jahre. Berlin, da fehlt was in Berlin. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was in Berlin fehlt. Wo war denn das? Wir gucken mal. Ich habe ja hier ein paar Assets drin. Und wo ist der? Der Berliner. Hier werden wir es wahrscheinlich nicht hinsetzen, aber hier so, ne? Könnten wir durchaus mal in dem Bereich hier. Oh. Den Berliner Fernsehturm können wir schon mal so reinsetzen, ne? Also, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit dem Fernsehturm? Oh, das ruckelt aber hier, ne? Ja. So, ich würde aber an dieser Stelle hier erstmal beenden. Ich lasse das jetzt nochmal ein bisschen so laufen. Mal gucken, ob da noch neue Bahnen sind, weil wir haben ja einen Großteil schon die ganzen Bahnen gesehen. Wir wollen ja irgendwann mal ICE und sowas alles sehen. So dürfte ja jetzt beide kommen. Und ich bin dann erstmal raus, wünsche euch was. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.